Hier oben! Boss! Hier oben ist jemand! Er wusste es. Warum kommst du nicht runter? Zeig mir die tolle Knarre aus der Nähe. An meinen Jungs kommen nur wenige vorbei, das muss ich zugeben. Los, ich hab noch was vor. Warte, da draußen ist was. Du bist tot! Hier oben! Boss! Hier oben ist jemand! Ich glaube, ich hab's. Warum kommst du nicht runter? Zeig mir die tolle Knarre aus der Nähe! An meinen Jungs kommen nur wenige vorbei, das muss ich zugeben. Ah!
Immer mit der Ruhe, Mama. Alles okay? Gut, Preston. Mach keinen Aufstand. Hi. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen. Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Okay, Gavi. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Okay, ich höre. Du bist eine Frau ohne Zeit. Ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Ich bin ganz Ohr. Also, Kind, ich weiß, wie das klingt. Das dritte Auge ist seltsam. Und es sieht nicht immer klar. Aber dein Sohn ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Bitte, Mama Murphy. Ich habe überhaupt keine Spur. Erzähl mir mehr. Also, Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unsere neue Freundin hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also, Leute. Dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher, rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht sie weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Wartet, entspannt euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also, Mars, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Okay. Vergiss nicht, welchen Preis wir jetzt haben. Thank you.
Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Ja, ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft?